1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talkradio. Am Mittwoch, heute haben wir Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie immer eine Freitemennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon, nochmal die Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns ganz einfach unter domian@wdr.de. Wir sind erstmal unter uns hier im Radio und das WDR-Fernsehen kommt so in 8 Minuten ungefähr dazu. Hier ist Claudia, meine erste Anruferin. Claudia ist 28 Jahre alt. Hallo Claudia. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, Claudia. Um was geht's bei dir? Ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, 28. Ja. Ich habe jetzt schon ein paar Männer gehabt. Ja. Und das Problem ist einfach nur, ich kann keinen auf Dauer halten. Wie lange war denn die längste Dauer bisher? 3 Jahre. Na, immerhin. Immerhin. Ich hätte so sagen, dachte, du würdest sagen 3 Wochen oder so. Nein. 3 Jahre ist ja schon... Bin ich nicht. Also wie viele Beziehungen waren das jetzt insgesamt? Also feste Beziehungen waren das schon circa 6, würde ich jetzt so auf Anhieb sagen. Weil ich habe zwischendurch jetzt mal so... Ja, und die längste war 3 Jahre? Genau. Und die kürzeste? Ein paar Monate bloß. Paar Monate. Mhm. Ja. Ja, aber du bist unzufrieden. Du sagst, du meinst, dass du nicht so die Beständige bist. Und nicht ja. So... Ja, also ich versuche mal so meinen Lernmann kennen. Also der quält mir und... Ja, und dann fangen wir uns zu unterhalten und so weiter und dann verabreden wir uns und wenn ich ihn auch haben will, dann wird es auch mehr. Das ist ja kein Problem. Ja. Und dann irgendwann mal auf die Dauer, ich meine, ich versuche dann auch, wenn ich merke, okay, das wird jetzt langsam ernst und das funktioniert auch, dann gebe ich auch meine 100% und irgendwie passt es denen nicht. Also ich weiß nicht wirklich, woran das liegen könnte. Denen passt das dann nicht? Ja, also die meisten Männer schrecken dann zurück. Wenn du 100% gibst? Ja. Ja, aber wie gesagt, du hast ja mehrfach schon 100% gegeben und dann hat es geklappt. Wie lange liegt denn die letzte Beziehung zurück? 3 Wochen. Ach, Claudia, da musst du aber ein bisschen jetzt geduldig sein. Wie lange hat die letzte angedauert? Das war ja die längste. Was erzählst du mir da? Du bist mal gerade von einem Mann getrennt, mit dem du 3 Jahre zusammen warst. Ja gut, ich war mal schon verheiratet. Das auch? Ja. So. Und jetzt bist du gerade ein paar Wochen solo und beklagst dich schon, dass es nicht sofort wieder funktioniert? Nein, ich wäre gleich wieder in einer Beziehung, weil momentan bin ich erstmal, also klar, da braucht man wieder Abstand, aber ich habe mir einfach nur ein paar Gedanken gemacht und... Aber das ist doch erstmal alles Theorie jetzt. Du hast also doch jetzt in den letzten... Theorie, die auf Praxis beruht, wenn ich mir meine Vergangenheit angucke. Ja gut, aber das ist doch alles, das sind doch erstmal alte Jacken. Da sind jetzt 3 Jahre vergangen, du bist 3 Jahre reifer geworden. Und wir reden ja jetzt über die Vergangenheit. Es geht ja darum, wie es sein wird demnächst, wenn du dich richtig gelöst hast. Weswegen ist die Beziehung kaputt gegangen? Er hat gemeint, also ich weiß nicht, ob ich zu kumpelhaft war oder... Ich meine, es liegt ja auch daran, ich habe schon seit eh und je immer mehr, auch im Bekanntenkreis, mehr Männer gehabt als Frauen. Ich meine, die Frauen, die sind ja im Allgemeinen zickig. Ich meine, das kennt man ja, bin ich auch ab und zu. Und dementsprechend habe ich auch mehr gerne Männer um mich gehabt, weil man auch sich mit denen ein bisschen unterhalten kann und so. Ja. Und vielleicht habe ich das auf die Beziehung übertragen, keine Ahnung. Und also die letzte Beziehung ging das daran zu Brüche, weil er gemeint hat, ja, das funktioniert nicht, weil er nicht mehr für mich empfindet als für seine Schwester. Ich meine, wenn ich mich melden will für einen guten Sex oder so, gerne, ansonsten. Nein, danke. Und also bist du sehr, die Kurzfassung davon. Ja, verstehe. Bist du sehr traurig, dass das vorbei ist? Am Anfang war ich das, ja. Ja, der Anfang ist ja immer noch da. Du befindest dich ja noch im Anfang der Trennung, nach 3 Wochen. Oder ja gut, ich meine, die Beziehung, die war jetzt schon seit einem halben Jahr so ein bisschen auf der... Ach so. Ja, wo ich gedacht habe, okay. Hast du ihn denn noch geliebt? Ja. Das schon. Aber im Moment ist es so, dass du dich damit arrangierst.
Ja, weil ich meine, ich bin klein zu seinem Glück und ich meine, gut, wenn es nicht der ist, dann wird es bestimmt auch ein anderer geben, aber ja. Ich meine, es tut weh und es hätte auch schön sein können, aber, ja, aber ich meine, so ist es, wie es ist. Ja. Ja, ja, also Claudia, ich würde erstmal zur Ruhe raten. Mach dir mal nicht so sehr den Kopf jetzt. Lass doch erstmal. Es muss doch irgendwie einen Grund geben, weswegen das immer scheitert. Ich meine, das wissen wir doch noch gar nicht. Ich meine, du bist doch ein Mann. Du, ja. du wirst doch auch sagen können, was, ich meine, liegt es denn an Männern, dass man auch mit, ich meine, es ist meine Art, dass ich auch kumpelhaft mit denen reden kann. Ich kann genauso gut über Sex wie auch über Fußball reden können. Ich kann mir aber auch hinsetzen über Beruf, genauso wie über Freizeit reden. Ich kann aber auch im Bett alle Wünsche erfüllen, so je nachdem. Also wenn es nicht die Grenzen sprengt. Also und, optimal. Und irgendwie. Ja, wo das verschreckt anscheinend irgendwie. Ja, es gibt, ja, natürlich, das ist mir schon klar. Es gibt einen Typ von Mann, die wollen in einer Frau nicht so einen Kumpel sehen. Aber es gibt auch genügend Männer, die das ganz toll finden. Vor allen Dingen so eine Kombination, wie du sie gerade von dir beschrieben hast. Dann hast du vielleicht auch früher Pech gehabt, dass du immer auf diese eher vielleicht macho-orientierten Männer stößt, die eben keinen Kumpel in der Frau sehen wollen, sondern ihre Kumpels als Männer haben. Ich würde mir da wirklich keine Sorgen machen. Auch wenn du früher komische Erfahrungen gesammelt hast. Jetzt ist eine neue Zeit. Geh erstmal wieder ran ins Leben, auf die freie Wildbahn und guck mal, was so zu machen ist. Und Quatsch rum, Bagger rum. Meinst du? Ja, es ist, guck mal, das ist erst 3 Wochen her. Und dann unterhalten wir uns im Herbst nochmal. Und wenn du dann mir das alles nochmal erzählst, dann nehme ich's, dann wird's ernst. Dann werden wir mal gemeinsam planen. Jetzt finde ich das noch im guten Bereich. Und es kann ja sein, dass du wirklich früher komische Erfahrungen gemacht hast, aber selbst wenn man schlechte Erfahrungen macht, heißt das, man muss einfach weitermachen. Was bleibt einem übrig? Ja klar, man lernt draus und versucht ja. Das Beste draus zu machen. Ja. Aber und wenn man 10-mal daneben gegriffen hat, beim 11-mal klappt's. Wow, ne? Da hat ja noch was vor mir. Ja, aber das ist eine alte und triviale Weisheit. Man muss es dann immer und immer wieder versuchen. Von nichts kommt nichts. Ne? Wenn man irgendwann nur noch sitzt und wartet und sich selbst mitleidet, dann kommt überhaupt nichts dabei rum. Was wäre denn so jetzt dein Traummann? Je, also Aussehen muss auf jeden Fall stimmen, weil da bin ich wählerisch. Oh, groß muss er sein. Ja. Ja. Mindestens 1,80. Nein, größer. Mindestens, natürlich. Sagen wir 1,85. Ja, also ja, so 1,90 ist so meine. Ist noch besser. Er muss gut, relativ gut trainiert sein. Ja. Ne, es darf auch körperlich kein Weichei sein. Nein. Nein. Haarfarbe ist egal. Ja, das stimmt. Ja, Augenfarbe auch egal. Blau wäre schön. Blau wäre schön. Aber muss nicht sein. Er muss schöne Hände haben. Ja, auf jeden Fall. Und die Frau guckt gerne auch mal auf den Po, dass der auch wohl geformt ist. Das so, ne, dann. Hey, du kennst dich aus. Also, kann ich mir schon den Traummann von Claudia vorstellen. Also, aber im Ernst, Claudia, ich bin optimistisch. Ich finde, dass du eine gute Ausstrahlung hast. Und da wird was rumkommen. Und wenn nicht, telefonieren wir im Herbst nochmal, okay? Na gut. Alles Liebe, alles Gute und viel Glück vor allen Dingen. Dankeschön. Tschüss, Claudia. Tschüss. So, meine Lieben, in einer knappen Minute ungefähr kommt das Fernsehen dazu. Bis dahin machen wir ein bisschen Musik. Ich sage euch nochmal unsere Telefonnummer 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, wenn ihr mit mir streiten wollt, plaudern wollt, dann meldet euch jetzt. Und wie gesagt, ein bisschen Musik, bis hier Fernsehzuschauer kommen.
So, meine Lieben, jetzt sind wir vollzählig. Ich begrüße euch auch ganz herzlich, ihr Fernsehmenschen draußen im Lande. Wir haben hier im Radio schon angefangen, bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wie immer heute in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio bei 1Live und live im Fernsehen, im WDR Fernsehen, dann meldet euch zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Bettina. Und Bettina ist 33 Jahre alt. Hallo Bettina. Ja, hallo. Bettina, um was geht's bei dir? Ich habe Probleme mit meinem Mann. Ja. Und zwar, er behandelt mich einfach mies. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit 2000. 2000, drei Jahre. Mhm. 5 Jahre. Ja. 5 Jahre. Im Dezember werden es 5 Jahre. Habt ihr Kinder? Ja, eine aus erster Ehe, eine Tochter, die ist 15 und einen gemeinsamen Sohn, der ist 7. Der sie. Mhm. Du sagst, er behandelt dich schlecht, er behandelt dich mies. Ja. Wie fahren? Erzähl mal. Naja, ich bin halt nichts wert. Ich bin ein Stück Scheiße, auf Deutsch gesagt. Also halt lauter verbale Dinge, auch vor die Kinder. Das sagt er? Ja. Er sagt diesen Begriff, den du gerade ausgesprochen hast. Ja, ich bin nichts wert, ich taug nichts, ich bin ein Gesindel, ich bin manchmal eine Schlampe, je nachdem wie alt. Ja, du bist ein Findel. Gesindel, achso. Ja. Geht er auch körperlich an dich ran? Ich habe mich gewehrt. Also er hat dich versucht zu schlagen? Er hat mir einmal das Trommelfell voneinander gehaut, dass es geplatzt ist. Und auch in der Schwangerschaft mit dem Kevin hat er mich einmal geschlagen. Ja. Und auch wie der Kevin ein Vierteljahr war. Also habe ich ihn auf dem Arm gehabt, dann ist er seinen Vater angegangen, dann bin ich halt dazwischen. Ne? Wie der Kleine ist gegen den Vater? Und nee, mein Mann ist gegen seinen eigenen Vater. Mhm, mh. Und da bin ich halt dazwischen, weil sein Vater wird auch nicht mehr fertig. Ne? Mhm. Und also ich bin halt einfach auf Deutsch gesagt ein Stück Scheiße von ihm. Ja. 5 Jahre verheiratet, ab wann fing es an, schwierig zu werden? Ab wann? Naja gut, also ich kenne ihn seit 96, mhm. Also ich kenne ihn schon lange davor, aber seit 96 sind wir zusammen, mhm. Wie ich von meinem ersten Mann weg bin, mhm. Da hat es auch Schwierigkeiten gegeben, also Morddrohungen, alles mögliche, ja. Und da ist mein Mann mit einbezogen worden, also damals noch mein Freund. Ja. Hat dein Freund, dein jetziger Mann, der dich jetzt schlecht behandelt, hat er dich am Anfang, die ersten Jahre gut behandelt, war das eine gute Verbindung? Ja, hat sich von der besten Seite gezeigt. Ja. Wann kippt es? Bei der Schwangerschaft. Ah ja. Ja. Mhm. Das ist ja dann doch schon eine ganze Weile her, ne? Ja. Das heißt, du sagst, der Kleine ist 7? Ja, vor 8 Jahren. Das heißt, seit 7 Jahren machst du dieses... Ja, mache ich das mit. Ich bin psychisch am Ende. Ich bin chronisch krank. Ich habe mal was Crohn. Ja. Schwere Darmerkrankung? Ja. Mhm. Wie reagierst du auf seine verbalen Attacken? Bleiben wir erstmal dabei. Meistens verziehe ich mich. Also ich verdrück mich. Mhm. Weil ich möchte mich dann immer mit auseinandersetzen. Das geht in ein Ohr rein und ich denke mir meinen Teil. Ja. Und dann verziehe ich mich, überhaupt wenn der Kevin dabei ist, der Kleine. Ja. Oder es gibt auch Situationen, wo ich dann zurück. Also, schimpfe. Weil ich mir dann einfach das nicht mehr gefallen lasse. Wenn er körperlich an dich dir zu nahe tritt oder wenn er dich schlägt oder was du gerade erzählt hast, wehrst du dich dann? Ich habe mich gewehrt jetzt, ja. Mhm. Der hat mich vor 1,5 Monaten oder was hat er mir auf den Kopf geschlagen, vor meiner großen Tochter. Mhm. Und dann habe ich mich gewehrt. Ja. Wie endete das Ganze? Ja, ich habe mich dann verdrückt. Ja. Also ich bin dann weggegangen. Was sagt die große Tochter? Die ist immerhin schon 15 Jahre alt. Sie hasst mich wirklich. Das ist dein Kind, das als erster? Das ist mein Kind, ja. Und sie hat jetzt auch zu ihrem Vater den Kontakt gesucht. Mhm. Auch. Zu dem richtigen Vater? Ja. Mhm. Und ich habe ja gesagt, du kannst nicht, ich verbiete es dir nicht, du bist 15, also du kannst frei entscheiden. So, jetzt lange Rede, kurze Frage, Bettina. Mhm. Wenn das so lange so geht, wie du es gerade geschildert hast, warum bist du bei dem Mann noch? Warum? Es gibt viele Gründe. Und zwar, er hat mein Elternhaus gekauft. Mhm. Da wohnt meine Mutter drin, die ist jetzt 74, die hat ihr Wohnrecht. Mhm. Und die ist jetzt auf Reha, die ist ein Pflegefall. Mhm. Und es ist so, dass ich sie pflegen müsste jetzt. Ne? Mhm. Und ich habe Angst, meine Mutter in dem Haus alleine zu lassen. Mhm. Mhm. Ich habe schon so oft den Schritt
Versuch gehabt und habe immer wieder Rückzieher gemacht zu gehen. Ja. Jetzt habe ich vor 3 Wochen den Anwalt einschalten. Ja. Und sie hat auch einen Brief aufgesetzt, zwecks welcher Wohnungszuweisung und so. Mhm. Weil sie gemeint hat, es kann auch sein, dass mein Mann das sein eigenes Haus verlassen muss. Mhm. Weil er findet eine, also alleinstehend, schneller eine Wohnung wie ich mit 2 Kindern. Mhm. Mhm. Aber ich habe dann noch einmal das Gespräch gesucht mit meinem Mann. Ich habe gesagt, ich war beim Anwalt und ich ziehe das jetzt durch, weil das nicht mehr geht. Frag deinen Kleinen, habe ich gesagt, was, wie es noch geht. Habe ich gesagt, betrachten, er hat Aggressionen. Mhm. Er ist in der Schule sehr aggressiv und er kommt auch nicht mit. Ja. Wie hat dein Mann darauf reagiert, nachdem du gesagt hast, ich war beim Anwalt? Ja, er hat gesagt, also wenn ich einen Brief bekomme, fliegst du aus dem Haus raus. Mhm. Ist dieses Haus sein Haus oder euer gemeinsames Haus? Ja, das ist sein Haus. Mhm. Ich habe halt das Wohnrecht drin, solange wie ich noch mit einer verheiratet bin. Ja. Und war das damals nicht so zu regeln, dass ihr das hättet gemeinsam kaufen können? Das ist euer, das nicht. Mhm. Nee, das ist nicht gegangen. Ich wollte auch nicht in dieses Haus. Ne? Also ich habe irgendwie eine Vorahnung gehabt. Mhm. Ich frage mal, einfach nur mal so jetzt aus dem Bauch heraus, bestünde denn die Möglichkeit, dass du mit deiner Mutter ausziehst, wäre das der alten Dame noch zuzumuten? Ja, also sie müsste sich halt das Wohnrecht auszahlen lassen. Ne? Mhm. Aber ich weiß es nicht, also so einen alten Baum verpflanzen halt nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Andererseits, wenn doch nur die Hölle ist für euch alle, dann muss man natürlich abwägen, was das jetzt, vielleicht wäre es ihr noch einmal zuzumuten. Und dann hat sie es aber auch gut und schön und ruhig vor allen Dingen, weil sie bekommt das ja auch mit. Ja, sicher. Ich meine, ich erzähle es ihr auch. Und ja, also wie krank ist deine Mutter? Nee, sie ist halt jetzt, also körperlich. Mhm. Also sie ist jetzt auf Reha, sie kann halt ihr Bein nicht mehr belasten. Ja. Und aber sie ist so, dass sie geistig ganz fit ist und ist auch fit. Und sie kann sich auch noch mit dem Rollstuhl also bewegen? Ja. Das geht schon. Mhm. Ja. Also das belastet die Dame ja auch, wenn sie mitbekommt, wie unglücklich die Tochter und das und die Enkelkinder sind. Ja. Insofern sage ich so aus dem ersten Gefühl heraus, hätte für mich Priorität, dass ihr da rauskommt. Ja. Denn das ist ja alles kaputt, was kaputt sein kann. Du liebst diesen Mann überhaupt nicht mehr. Dieser Mann macht dich kaputt. Ich bin auf Deutsch gesagt kaputt. So, und du trägst Verantwortung für deine Kinder, vor allen Dingen für den Kleinen. Ja, ich weiß es. Ich liebe meine Kinder über alles. Und wenn ich sie liebe, müsste ich das auch tun, den Schritten. Mhm. Aber ich habe einfach Angst. Ich weiß, wie es beim ersten Mal war, da war ich im Frauenhaus. Mhm. Und den ganzen Schritt, also das Ganze wieder zu tun, der Anfang ist schwer. Der Anfang ist schwer. Aber wiederum, die Alternative ist keine Alternative. Die Alternative ist, da zu bleiben und dieses immer mehr mitzumachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das schon auch im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden ist. Ja, also. Und das würde wahrscheinlich auch noch immer schlimmer werden, wenn du nichts unternimmst. Ja. Schwierig ist das natürlich wirklich mit der kranken Mutter. Das sehe ich auch so ein. Da bin ich irgendwie hin und her gerissen. Ich möchte es da recht machen. Ne? Aber ich glaube, dass wirklich die allerbeste Lösung darin besteht, für die Kinder und auch für deine alte Mutter und letztendlich für dich auch, wenn du Ruhe hast und wenn du im Frieden lebst. Ja, ich möchte im Frieden leben. Ja, und jetzt lebst du jetzt nicht im Moment. Nee. Überhaupt ich habe halt manchmal ständig Angst, wenn er betrunken heimkommt. Mhm. Ich muss dann nachts um 11 meistens noch das Essen machen. Mhm. Und meistens geht er dann betrunken über zum Kleinen ins Bett. Er liebt noch über alles. Mhm. Also das sagt er immer und das glaube ich noch auch. Mhm. Mhm. Aber manchmal behandelt er noch wie, soll ich ihn sagen, du bist behindert, sagt er zu einer, oder bist du so dumm oder bist du so blöd. Und mein Kleiner, der macht es dann in der Schule auch und hat sich nur im Kopf, ach, ich bin ja dumm. Ja, schrecklich. Guck dir mal, was für Auswirkungen das hat. Das ist ja furchtbar. Ja. Also Ich würde dir wirklich sagen, hol dir so viel Hilfe wie möglich. Ich habe das Jugendamt alles schon hinter mir, also die stehen hinter mir. Ne? Mhm. Und ich habe halt gedacht jetzt, weil ich eben beim Anwalt war, und ich habe ihm das Gespräch mit meinem Mann gesucht, noch einmal. Ja, aber er blufft ja jetzt, er droht dir ja. Und da darfst du dich jetzt nicht von beeindrucken lassen. Ja, aber ich habe das Gespräch einmal gesucht gehabt und ich habe mich mit ihm hingesetzt. Das hat eine Stunde gedauert und ich habe gesagt, was ich will und was der Kevin will und wie du mich behandelst vor die Kinder. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, ich bin auch mit den Nerven fertig, hat er dann gemeint. Mhm. Und ja, du hilfst auch nicht, du stehst auch nicht zu mir. Und dann habe ich gesagt, ich stehe schon zu dir, aber
Alkohol und Drogen nicht. Also das heißt, dass, was man ihn vielleicht sogar noch auf eine Ebene erreichen könnte, wo man... Eheberatung, und da hat er auch eingewilligt gehabt. Ah ja. Also hat er gesagt, ja, jetzt habe ich die Telefonnummer oben schon, aber ich weiß nicht, also er stellt halt auch wieder Bedingungen, er will sein, also das muss an Tag sein, wo er nicht auf die Arbeit ist. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, wenn dich die Arbeit wirklich mehr interessiert, habe ich gesagt, also wie die Familie. Na gut. Ich meine, gut, das verstehe ich auch. Ich meine, er ist selbstständig. Da würde ich ihm jetzt nochmal entgegenkommen. Also, ja, ich habe ja gesagt, ich möchte, also die Bewährung möchte ich noch gehen, dass er sich dort bewährt. Ja, und vor allen Dingen, dass jetzt vielleicht in der Eheberatung zusammen eine Lösung findet, wie man alles machen könnte, gut machen könnte. Also wenn er da schon ein Signal gegeben hat, was ich erstaunlich finde, nach dem, was du mir von ihm erzählt hast. Ja, aber ich weiß es nicht, ob es wirklich so ernst meint, weil er heute ist schon wieder so, ich habe ihn heute von der Arbeit abgeholt und... da war es eigentlich schon wieder, hat er mich schon wieder ein bisschen runtergelassen. Und jetzt habe ich mich auch wieder verdrückt. Da musst du sagen, da musst du ihn jetzt in die Enge treiben und sagen, pass auf, jetzt sag du mir einen Tag, wo du kannst, und dann machen wir das. Ja. Und wenn du dann wieder absagst, gehe ich da erstmal alleine hin. Ja, ich war ja schon mal da, auf Familienberatung, auch wegen Kevin beim Psychologen und so, ne? Weil also ich möchte dich wirklich ermutigen, Bettina, und du machst ja auch viel, noch mehr zu machen, mit dem Fernziel, dass eine Lösung herauskommt, dass ihr voneinander gelöst werdet. Ja. Ich würde dir gerne jetzt mal meinen Psychologen noch mal geben, um dir noch ein paar taktische und inhaltliche Ratschläge zu geben, wie du dich weiter verhalten solltest. Ja, okay. Ja? Du legst dir bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Alles klar, danke schön. Alles Gute und viel Kraft und toi, toi, toi. Okay, tschüss. Danke. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. Wir haben heute eine freie Themennacht und morgen heißt unser Thema Vertrauensbruch. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schlimmen Vertrauensbruch schon erlitten haben, durchstehen mussten oder die selbst das Vertrauen anderer Menschen gebrochen haben und die Schuldigen quasi sind und vielleicht ein schlechtes Gewissen haben und sagen, eigentlich kann ich das gar nicht mehr wieder gut machen, was ich damals angerichtet habe. Vertrauensbruch, so heißt unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, morgen könnt ihr euch heute schon per Mail bei uns melden. Am Samstag ist mein prominenter Gast Nicole. Die Sendung beginnt um 11:45 hier im WDR Fernsehen. Und Fragen an Nicole könnt ihr natürlich auch schon mailen unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Marina. Und Marina ist 47. Hallo Marina. Hallo Domian. Und was geht's bei dir, Marina? Ja, Domian, ich habe am 1. Februar einen ganz, ganz lieben Menschen kennengelernt. Ein Mann, der ist 50 Jahre. Mhm. Beim ersten Treffen hat er mir erzählt, dass er noch nie im Leben eine Frau hatte, wo ich natürlich einen Schreck gekriegt hatte und habe gedacht, dass er vielleicht vom anderen Ufer kommt oder so. Mhm. Wir haben es dann langsam angehen lassen und ja, nach dem ersten Treffen bei mir zu Hause hat er dann danach gleich wieder Schluss gemacht, hatte also Beziehungsangst. Mhm. 2 Tage später fing er dann wieder an anzurufen. Dann haben wir wieder ein bisschen die Beziehung aufgebaut. Nachdem wir im Bett waren, hat er wieder Schluss gemacht und diese Intervalle sind so 14-tägig. Nachdem wir im Bett waren, habt ihr denn miteinander geschlafen? Ja. Ja. War das glaubhaft, dass er noch nie eine Frau hatte? Ja, sehr aufgeregt, ja. Obwohl ich so keinen Unterschied gemerkt habe. Mhm. Ich glaube ihm das aber, weil er mir so aus der Kindheit erzählt hat. Mhm. Seinen sehr dominanten Vater hatte und sich dadurch immer ins Zimmer zurückgezogen hatte und wahrscheinlich dann im Laufe der Jahre sich so sein Junggesellenleben aufgebaut hat und ja irgendwie den Absprung verpasst hat. Ne? So, kennengelernt im Februar. Im Februar, Und so ein Hin und Her? Geht nur dieses Hin und Her? Schluss machen, wieder anbindeln, Schluss machen, wieder anbindeln. Bis heute? Bis heute, ja. Warum? Jetzt sind wir gerade wieder 4 Tage zusammen, bloß für mich ist dieser Hickhack unmöglich. Ne? Wird man ja irre bei. Ja, die Gefühle werden immer ein bisschen weniger. Mhm, Einerseits, weil ich Angst habe, weiter was aufzubauen, dass er dann wieder Schluss macht. Andererseits denke ich wieder, naja, nach 2 Tagen meldet er sich ja wieder. Also es sind immer so, wenn man zusammenfasst, immer so ein paar Tage, wo es gut geht. Mhm. Dann sitzt er zu Hause rum, er erzählt mir das ja auch und grübelt und sagt, er hat Angst, dass er alles aufgeben muss. Mhm. Seine Zeiteinteilung, sein Zeitplan, also sein Leben, ne? Mhm. Ich passe da nicht rein, sagt er mir dann immer wieder. Aber er kann auch nicht ohne mich. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ne? Inwiefern passt du da nicht rein? Was hat er denn sonst gemacht, was er jetzt versäumt, wenn er mit dir zusammen ist? Ja, das frage ich mich ja als Frau auch immer. Ne? Eigentlich
gewinnt er ja ein bisschen dazu. Ein Partner, er möchte nicht alleine sein, er hat aber Angst. Was hat er sonst denn abends gemacht? Hat er Fernsehen geguckt, vom PC gesessen vielleicht? Oder? Ja, erstmal arbeitet er in drei Schichten. Mhm. Dann ist er viel zum Fußball gegangen, hat sich viel mit Kumpels getroffen und so weiter. Mhm. Und natürlich dann auch mal zu Hause Fernsehen. Ne? Mhm. Es war auch noch nie jemand in seiner Wohnung, sodass seine Wohnung ja auch eigentlich wie seine Fluchtburg war. Das heißt, du warst auch noch nie da? Ich war dort die erste Person in seinem ganzen Leben, die er in die Wohnung gelassen hat. Auch keine Kumpels, keine Freunde? Nein, keiner. Keiner. Das ist auch eine typische Junggesellenwohnung, muss ich dazu sagen. Mhm. Mhm. Warum? Hat er dir das erklärt, warum da niemand da rein durfte all die Jahre? 50 Jahre ist der Mann alt, ne? Sagen wir ja, mal. Ja, er wollte überhaupt keinen Kontakt haben. Mit Menschen? Seine Arbeitskollegen, seine Kumpels hat er sich immer draußen oder woanders getroffen. Mhm. Also ein Einzelgänger und ein etwas merkwürdiger Mann, kann man sagen. Erstmal relativ neutral. Ja, merkwürdig, hat vielleicht so einen negativen Touch, ist aber nicht. Mhm. Er sucht schon Kontakt, er sucht Gespräche. Es ist mir ja auch nicht aufgefallen. Ist Ihnen das sonst dann, hätte ich ihn ja nicht angebaggert. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ist ihm denn die Situation auch bewusst, wie schwierig er oder wie schwer er es dir macht und wie schwierig er dadurch alles gestaltet? Ja, sicher. Ach schon. Ich habe ihm gesagt, wie oft soll er das noch machen? 6-mal, 8-mal, 10-mal? Ich mache so viel nicht mit, ne? Ich meine, wenn der Mann bis dann... Er weiß, dass er mir unheimlich weh damit tut. Mhm. Ich meine, es ist eigentlich für den ja ein irrsinniges Glück, dass er dich getroffen hat. Ne? Wenn er bis zu seinem 50. Lebensjahr keine Frau hatte und keine Liebe erlebt hat. Und jetzt trifft er eine. Je älter er wird, desto weniger werden die Chancen, dass er jemanden trifft. Müsste er das ja auch sehr wertschätzen. Ja, und das ist ja, er hat mal gesagt, in ihm leben zwei Theos. Ja. Einer, der unbedingt alleine bleiben möchte, bis zum Lebensende eben, was er sich so aufgebaut hat, seine Welt, die er sich geschaffen hat. Die andere ist aber, er kann nicht mehr von mir loskommen. Er weiß, was er jetzt verpasst hat, weil er nie sich getraut hat, eine Frau anzusprechen. Und er liebt mich über alles. Ne? Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn man so lange eigenbrödlerisch gelebt hat, das sage ich jetzt mal so, das ist ja schon ein bisschen eigenbrödlerisch, wie du es beschrieben hast, schleicht sich ein solches Verhalten ja auch sehr ein. Mhm. Und das ist auch sehr schwer, wieder rauszukriegen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass der im Chaos, im Gefühlschaos im Moment lebt. Ja sicher, der kämpft richtig mit sich. Aber Hölle, ne? Wiederum, es ist ein 50-jähriger Mann, es ist ein erwachsener Kerl. Richtig, ja? Und der die müsste, andere Seite, ja. Ja genau, und der müsste irgendwann für sich auch eine Entscheidung treffen und sagen, pass auf, ich will das jetzt. Und wenn ich das alleine nicht schaffe, fände ich das völlig legitim nach so einem Leben, dass er sagt, ich hole mir eine psychotherapeutische Unterstützung dazu. Um mit mir ins Klare zu kommen und vielleicht auch um diese Beziehung zu retten. Habe ich ihm vorgeschlagen, weil ich ja auch selber Krankenschwester bin. Ah ja. Oder dass wir vielleicht eine Paartherapie machen. Ja, aber das heißt, bei ihm wäre es vielleicht besser, wenn er es erstmal alleine das machen würde. Ja, vielleicht würde ich fast so sagen. Mhm. Was hat er darauf geantwortet? Nee, möchte er nicht hin. Ja, aber dann musst du ihm... Wahrscheinlich aber auch seine Ängste. Der hat Angst. Aber dann musst du ihm schunkeln. Ich meine, das ist ja schon eine ganze Weile jetzt, vom 1. Februar, dass du das über kurz oder lang nicht mehr mitmachen kannst. Dass deine Gefühle kaputt gehen. Dass er das einfach riskiert. Und wenn ihm was dran gelegen ist, dann muss er auch sich in den Hintern treten und über seinen Schatten springen. Und der Schatten ist verdammt hoch, wenn man 50 Jahre so gelebt hat. Richtig. Der über 30 Jahre alleine. Ne? Ja, aber es ist auch eine irre Chance, die der Mann im Moment vom Schicksal serviert bekommt. Der kann ja im Prinzip jetzt von ganz unten anfangen. Ein ganz neues Leben. Vor allen Dingen, man merkt ihm nicht an, wenn man mit ihm redet. Ja, selbst jetzt im Bett oder so, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was der für Angst hat. Ich weiß es wirklich nicht. Also dir liegt nach wie vor noch was an dem Mann. Ja, ich sag mal jetzt so 80% ein bisschen ist wirklich schon kaputt gegangen. Ne? Ja, und ich sitze auch hier zu Hause und grübel und kann nicht schlafen. Und sag ihm das so klar ins Gesicht. Ja. Hast du das mit den 80% auch schon gesagt? Ja, habe ich, ja. Das sag ihm nochmal. Dann muss er entscheidet letztendlich, ob das eine Zukunft hat, ob ihr eine Zukunft habt oder ob ihr nicht sagt. Er muss es entscheiden. Und wenn, dann musst du es akzeptieren, wie er sich entscheidet. Du kannst es auf keinen Fall. Du kannst es auf keinen Fall. Meine Angst im Hinterkopf ist ja, ne, wenn ich jetzt klare Verhältnisse schaffe, dass er sich dann zurückzieht. Ne? Mhm. Aber ja, ich verstehe schon. Du im 14-Tage-Takt immer wieder Schluss machen, ankommen. Das geht nicht. Ist mir auch klar, dass du musst, das ist ein Seiltanz. Du sollst ihn nicht zu sehr unter Druck setzen. Du musst ihm aber auch klar sagen, dass es so nicht geht. Und dass du auch was von ihm erwartest, das Recht hast du auch, finde ich. Und wenn er das nicht leisten kann, muss er sich Hilfe holen. Wenn er das nicht will und nicht kann, dann geht es halt nicht. Also ich würde schon
auch in deinem Sinne, um das noch zu retten, schon ein bisschen massiver daran gehen vielleicht noch als jetzt. Vor allen Dingen, ich ja nur in meinem Beruf, ich habe schon 24 Stunden am Tag Geduld gezeigt ohne Ende. Ja, ja, und ja. Ich möchte auch mal ein paar Stunden am Tag sein, ja, so wie ich bin und nicht immer nur auf ihn eingehen. Ne? Dann soll der Kerl seinen Hintern hochkriegen und mit, ja, und entweder zusammen, dass er zusammen in, zu einer Beratung geht oder dass er alleine geht. Ja. Und wenn das Resultat ist für ihn, dass er ein Einsiedler bleibt, dann wäre es ja für ihn auch und für alle auch gut. Aber dann wüsste man, woran man ist. Ja, stimmt. Ne? Dieses ist ja nur ein Ping-Pong-Spiel hin und her und ja. Du wirst mürbe dabei und genervt und die Nerven liegen blank. Ich würde ihm weiter, ich würde ihm das massiver noch aufs Tablett legen. Auf jeden Fall, Martina. Marina. Nicht Martina. Muss ich mir noch ein Tablett kaufen? Ja, lass es nicht zu lange mit dir. Wenn es zu lange noch mit dir machen lässt, erledigt sich das von alleine. Weil das ist ja auch die Gefahr, das wird ja immer weniger an den Kühlen. Ne? Das ist genau das Ding, Irgendwann ist es mir vielleicht wurscht, ob er nochmal anruft oder so. Genau, ja. Also, reden. Knallhart reden. Knallhart. Liebe Marina, alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tatjana, 29 Jahre alt. Hallo Tatjana. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend. Ja, meine Klamotte ist, ich habe eine ganz abstruse Geschichte. Und zwar bin ich seit 2 Jahren in einer festen Beziehung mit einem Mann. Ja. Und bin eigentlich auch, denke ich, recht glücklich gewesen mit ihm. Ja. Habe mich jetzt aber in meine beste Freundin verliebt. Ach, guck. Die beste Freundin? Ja, die kenne ich schon seit der Schulzeit. Und sie ist lesbisch, diese Freundin. Mhm. Schon länger? Ja, schon länger. Also ich weiß nicht, die hat immer schon Fußball gespielt und mir den Mädels auf den Hintern geguckt. Aber die hat dich früher nie angebaggert? Nee, eigentlich nicht, weil eigentlich die Fronten klar waren. Ja, du bist eine Hetero-Socke und sie ist eine Lesbe. Ganz genau. So waren die Fronten. Da gab es irgendwie ein Problem. Die war auch lange Zeit mit einer guten Freundin von mir, mit der ich das Abi gemacht habe, zusammen. Mhm. Und, weiß ich nicht, das war irgendwie nie ein Thema für uns. So, jetzt ist es aber ein Thema. Ganz genau. Jetzt hast du dich in deine beste Freundin verliebt, die du aus Kindergartenzeiten kennst. Seit wann bist du verliebt in die? Seit Freitag, dem 13., da ist es dann passiert. Wie, jetzt neulich, vorige Woche? Ja, genau. Also da ist es passiert, da gab es den ersten Sex. Ja. Und vorher hat es aber auch schon irgendwie ein bisschen gefunkt, oder? Ja, es hat auf jeden Fall geknistert, aber... Ich verstehe das gar nicht, wenn man so lange befreundet ist mit jemandem, wie kippt es dann plötzlich um in Leidenschaft und Liebe oder Begehren? Ich habe keine Ahnung, irgendwie war da auf einmal mehr. Ich meine, wir haben schon des Öfteren mal geflirtet, also nicht, wenn wir zusammen weg waren und uns tief in die Augen geguckt oder sonst was, oder haben irgendwelche lustigen Sachen miteinander gemacht, aber wir haben nie irgendwie so, dass das so ein tiefgängiges Gefühl wurde. Hat sie dich jetzt angemacht? Ja, mehr oder weniger. Ich war eingeladen bei ihr zum Frühstück. Mhm. Am Freitag, dem 13.? Genau, wir haben beide Urlaub gehabt und haben dann da gesessen irgendwie und irgendwie war halt auch nie ein Thema, wenn wir uns gegenseitig massiert haben, ne? So nach dem Motto, ich bin jetzt total verspannt und ich war total verspannt und sie kommt dann, komm her, ich massiere dich, kein Problem. Ja, und das ist dann irgendwie so, das eine mit dem anderen ist halt so ineinander über und keine Ahnung, ich habe mich einfach nur noch fallen lassen und dann war es. Massage nach dem Frühstück am Freitag, dem 13. Ganz genau. Und wie endete das Ganze? Die beiden hatten Sex miteinander. Ja. So, hast du es deinem Freund erzählt? Nein. Ist es jetzt wirklich so, dass du sagst, ich bin verliebt? Ich sag's jetzt ganz ernst. Oder ist das jetzt einfach irgendwie mal so passiert und man hat mal die Erfahrung gemacht, Gott, ja, kann man ja mal machen? Oder steckt da jetzt schon doch mehr Gefühl hinter, dass du... Da steckt auf jeden Fall mehr Gefühl hinter und das ist mein Problem. Mhm. Ich meine, weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte nicht so das Problem, wir haben eigentlich, also mein Freund und ich, wir haben eine relativ offene Beziehung, also wir sind sehr ehrlich miteinander. Und ich denke nicht, dass ich da ein großes Problem hätte, ihm zu erzählen, pass auf, ich hatte da was mit einer Frau oder ich hatte was mit der Melanie. Ne? Dann würde er sagen, okay, komm, bring Melanie mit. Nein, wird er nicht. Nein, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Also, das wäre dann nicht so schlimm, wenn es einmal mal passiert wäre. Ganz genau, aber wenn er, dieses tiefe Gefühl, was sich da entwickelt, deswegen fragt das ist das Problem. Mhm. Und das ist auch das schlechte Gewissen, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und ich weiß schon gar nicht, wie ich ihm das klar machen soll. Wie war denn das für dich, zum ersten Mal Sex mit einer Frau zu haben?
gut. Gut. Besser als mit einem Mann oder mit deinem Freund? Nicht vergleichbar. Was anderes? Andere Welt? Auf jeden Fall total anders. Hast du jetzt seitdem mit deinem Freund auch wieder schon geschlafen? Ja, einmal. Wie war das? Ich sag mal, wir gehen sehr aufeinander ein und der weiß genau, was ich will. Von daher war das auch gut. Aber hast du währenddessen an die Frau gedacht? Ganz ehrlich? Zwischendurch hatte ich ein schlechtes Gewissen. Wem gegenüber? Beiden gegenüber. Beiden gegenüber. Was sagt sie denn? Ist sie denn in dich jetzt auch verliebt? Ja. Und was will sie? Will sie mit dir zusammen sein? Sie hat mir gesagt, ich hab sie danach gefragt, wir haben hier Reden gesprungen ohne Ende. Und wir haben halt darüber geredet und da sagte sie zu mir, also sie könnte jetzt alles ertragen, aber mich nicht mehr zu sehen. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn das so weitergeht, dann haben wir irgendwann ein Verhältnis miteinander, eine Affäre oder wie sollen wir das nennen? Und dann sagte sie, das wäre mir letztendlich auch egal, Hauptsache ich bin in deiner Nähe. Was hast du für ein Gefühl zu deinem Freund? Generell oder jetzt im Moment? Nee, generell, was würdest du sagen? Wenn ich dich frage, liebst du ihn? Ja. Ja, definitiv? Ja. Du begehrst ihn auch, also die Sexualität ist durchaus auch okay? Oder ja. Schön? Ja. Tja, nun ist das Ganze sehr frisch. Das stimmt mich nachdenklich. Es ist ja nicht mal eine Woche her. Ne? Freitag der 13. war vorige Woche Freitag, oder? Ja, ne? Ja genau. Wenn ihr jetzt erstmal die Finger ein bisschen voneinander lasst, ihr beiden Mädels, und du das einfach noch mal ein bisschen mehr sacken lässt, um mal vielleicht auch ein bisschen Klarheit in deine Gefühle zu kriegen. Ich kann mir einfach vorstellen, wenn so etwas passiert, wenn ich mich in dich hineinversetze, das ist deine allerbeste Freundin, ihr kennt euch ewig, dass so etwas passiert und dann Sex mit der allerbesten Freundin und dann eben mit deiner Frau, da ist man erstmal auch ein bisschen durcheinander. Ist vielleicht auch ein bisschen in so einem, weiß ich, man fliegt so ein bisschen durch die Luft und ist euphorisch. Das würde ich erstmal ein bisschen sich setzen lassen. Und ich würde mich erstmal ein bisschen beobachten an deiner Stelle. Aber auf Abstand gehen zu der Frau. Also zumindest sexuell auf Abstand. So. Okay. Und dann mal gucken, was sich in dir da so tut, was sich da bewegt. Wenn du das beobachtest, dass da doch die Sehnsucht immer größer wird und dass es ein großes Thema wird, dann muss man in ein paar Wochen, muss man dann nochmal überlegen, was man macht. Vor allen Dingen, dann musst du das auch deinem Freund erzählen. Dann musst du es ihm erzählen. Ich weiß, ich habe nur noch keinen Ansatz, wie, dass ich dem das erzählen muss, ist außer Frage. Weil das ist für mich eine Sache, damit würde ich selber nicht nachkommen. Mhm. Ja, du machst natürlich ein Fass auf, ne? In dem Moment, wo du sagst, deswegen rate ich so, sei dir erstmal deiner Gefühle sicher. Mir ist das jetzt erst noch ein bisschen zu kurz nach den paar Tagen. Wenn du ihm das jetzt sagst, dann ist natürlich ein Thema in der Welt, was nicht mehr rückholbar ist. Du sagst, ich liebe diese Frau und ich habe mich verliebt. Das hat Gewicht, wenn man das sagt. Und dann kommt alles in Bewegung und du gefährdest vielleicht eure Beziehung. Vielleicht siehst du es in ein paar Wochen doch ganz anders und sagst, naja, okay, komm, ich habe es einmal gemacht jetzt. Was ich dich gerade noch fragen wollte, bevor dieser 13. der Freitag kam, war dir das da auch schon bewusst, dass da so ein Begehren in dir wächst, der Frau gegenüber? Ich sag mal so, wir haben eine sehr, sehr tiefe Vertrauensbasis zueinander. Ich glaube, es gibt irgendwie nichts, worüber wir noch nicht geredet hätten. Und haben viele Freundinnen und Freunde miteinander. Ja, aber ich sag mal, das ist mit Sicherheit eine, ja, man kann das schon fast sagen, eine platonische Liebe. Zu einer Beziehung, wenn ich jetzt lesbisch wäre, sie auch. Und zu einer Liebe, zu einer Beziehung, hätte da im Grunde genommen nur noch der Sex gefehlt. Mhm. Mhm. Gut. Ne? Und deswegen ist aber das ist die entscheidende Frage, das ist die ganz entscheidende Frage. Natürlich gibt es Freundschaften, die man, wo man sagt, wir lieben uns auf platonischer Ebene. Ja. Aber das ist noch nichts Besonderes, würde ich. Das ist schon natürlich was Besonderes, aber das ist jetzt noch nicht so was Ausgefallenes, dass man daraus ableiten kann, ich will jetzt auch gänzlich mit der Person zusammen sein. Für mich ist ganz entscheidend, ob du
ja, ob du so in wirklich in der Konsequenz dafür deine jetzige Beziehung und deinen Freund aufgeben würdest wollen. Das ganz. Ist mein Problem. Mhm. Das weiß ich nicht zu entscheiden. Mhm. Wie wichtig ist dir die Sexualität zum Beispiel mit deiner Freundin? Du kannst ja sagen, wir lieben uns, aber ich bin mit meinem Freund zusammen. Aber ich liebe meine Freundin dennoch. Solche Verbindungen habe ich auch. Und das funktioniert wunderbar. Mhm. Man muss ja auch manchmal auch im Leben Entscheidungen treffen und sagen, das will ich. Man kann nicht alles unter einen Hut kriegen, leider Gottes. Ne? Weil ja auch noch andere Leute auch noch beteiligt sind. Ja, ganz genau. Also ich finde, dass es funktionieren kann, dass man einen Freund liebt, platonisch, und dennoch mit einem anderen Person als Beziehung zusammen ist. Aber deswegen warte mal ein bisschen ab. Warte mal noch ein bisschen ab, Tatjana. Lass uns mal, wenn du möchtest, noch mal in 3-4 Wochen reden. Ja. Dann mailst du uns bitte, weil du besser durchkommst, nimmst Bezug darauf, dass wir schon gesprochen haben, und mailst uns mal den Stand der Dinge und dann beraten wir weiter. Ich würde jetzt erstmal in mich hineinhorchen und gar nichts weiter unternehmen. Und deine Freundin auch um Verständnis bitten, wenn sie jetzt nochmal erotisch was will, erstmal, dass du ein bisschen auf Abstand gehst. Du bist ja völlig aufgewühlt. Ja, bin ich. Ja, das ist doch klar. Ich erzähle noch Mist. Ich mache sämtliche Sachen, egal ob geschäftlich oder sonst was. Ich hau nur noch alles in die Pfanne und komme überhaupt nicht mehr klar. Mhm. Ich drehe mich total im Kreis. Und das Schlimme ist für mich, ich habe... dasselbe passiert mit meiner Freundin. Und normalerweise wäre sie so der Mensch, zu dem ich jetzt hingehen würde und würde sagen, hey, hör zu, und ich habe da ein Problem. Mhm. Und sie würde mir dann zuhören, würde mir vielleicht einen guten Rat geben, wird aber auf jeden Fall hinter mir stehen und egal, wie ich mich da entscheiden würde, wird mir zur Seite stehen. Also, das ist halt eine Situation, die nicht funktioniert. Ich will mal nur abschließend sagen, letztendlich hat immer die Liebe recht. Wenn es jetzt so kommt, dass die Liebe zwischen euch beiden wirklich entsteht, dann ist es so. Aber im Moment, finde ich, ist noch die Beobachtungszeit angesagt. Und wenn du es doch nicht aushältst so lange, dann musst du es deinem Freund sagen und dann, wie gesagt, werden die Karten ganz neu gemischt. Aber lass uns doch mal so verbleiben, dass wir in 4 Wochen nochmal telefonieren. Ja, das klar. Ja? Dann bis dahin alles Gute und guten Blick auf dich selbst, wohin du willst, was du willst. Danke. Tatjana, alles Liebe. Ja. Tschüss, Dankeschön. Nochmal der Hinweis auf Samstag. Samstag ist die einzige Künstlerin, der einzige deutsche Künstler bei uns, den Grand Prix für uns gewonnen hat, nämlich Nicole. Und wir haben das natürlich alles pfiffig organisiert. Am Samstag ist ja Grand Prix und da haben wir gedacht, wen laden wir da ein? Und da lag das natürlich ganz nah, Nicole einzuladen, mit ihr dann auch über den Grand Prix zu reden. Der ist dann gerade zu Ende, wenn unsere Sendung beginnt. Und ihr könnt Nicole auch Fragen stellen über alles Mögliche und Unmögliche, was euch an der Sängerin Nicole, die ja nun über 20 Jahre sehr erfolgreich im Geschäft ist, interessiert. Und ihr könnt jetzt, ab heute schon, gestern auch schon, Mails schicken, die Fragen an Nicole, www.domian.de. Ja, genau. So, und jetzt geht's weiter. Ja, domian.wdr.de, so ist es. Jetzt hatte ich gerade einen Dreher im Kopf. Also, domian.wdr.de, die Mails. Und bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Hier ist Jenny. Jenny ist 32 Jahre alt. Hallo, Jenny. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Jenny? Ja, also, ich bin Prostituierte seit einem Jahr. Ja. Und habe halt Probleme, Beziehungen aufrechtzuerhalten zu Männern. Ja. Kurze Frage noch, wie bist du in das Milieu, in das Geschäft reingekommen vor einem Jahr? Ja, ich hatte finanzielle Not und wusste überhaupt nicht mehr weiter. Das Wasser stand mir bis zum Hals und das ist mir dann halt als letzte Möglichkeit eingefallen. Ich habe die Anzeigen in der Zeitung durchgelesen und da bin ich halt dazu gekommen. Ja, finanzielle Not, das heißt, du hast Schulden gehabt? Genau. Wie hoch? Oh, das waren einige tausend Euro. Einige tausend? Mhm. Aber nicht einige zehntausend? Nein, um Gottes Willen, nein. Und das hätte man nicht irgendwie anders regeln können? Vielleicht schon. Ja. Na, aber, was hast du vorher beruflich gemacht? Buchhändlerin. Buchhändlerin, also die nette junge Dame in der Buchhandlung, die uns dann über Schiller und Goethe berät. Unter anderem, ja. Unter anderem. Mhm. Also das ist was ganz anderes, was ich mache. Ist mir schon klar. Ja. Und
So, wie gefällt dir das denn, dieser Job, den du jetzt machst? Ich habe zwischendurch mal Phasen gehabt, wo ich halt nicht so gut damit klarkam. Mhm. Aber mittlerweile hat sich das eigentlich gegeben. Arbeitest du in einem Club? Genau. Ja. Und verdienst gut Kohle? Jo. Wie viel im Monat? So netto über den Daumen? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Okay, aber ist es mehr als Buchhändlerin? Wesentlich mehr. Mhm. Ja. Und du kommst eigentlich auch damit ganz gut klar? Also ich lebe sehr gut. Mhm. Mit der Ausnahme, dass du keine Beziehungen, wie du gerade am Anfang gesagt hast, aufrechterhalten kannst. Genau, das ist halt der große Nachteil. Also ich bin eigentlich ein sehr ehrlicher Mensch. Mhm. Und wenn ich einen Mann kennenlerne, dann sage ich dem eigentlich auch, was ich mache, beruflich. Ne? Sofort? Nicht sofort, sondern wenn ich für mich merke, da könnte was draus werden. Mhm. Also jetzt auch in der Zeit, während du als Prostituierte arbeitest. Genau. Nehmen wir an, du gehst irgendwie privat in eine Disco. Mhm. Und lernst jemanden kennen und der fragt so wie ich, was machst du eigentlich vom Beruf? Und dann antwortest du ehrlich. Nein, also in dem Moment antworte ich, meistens ist es so eine Standardantwort, ich arbeite in einem Callcenter. Ach so. Ja. Oh ja, und wenn ich merke, ja, das Interesse da, man hat sich ein, zwei Mal getroffen, dann habe ich dann halt gesagt, pass mal auf, ich muss dir was sagen. Ja. Das mit dem Callcenter stimmt nicht so ganz, sondern ich mache das und das, ja. Und dann sagst du es ehrlich, richtig? Und dann sagst du es ehrlich, ganz genau. Und die Reaktion der Männer ist in der Regel? In der Regel ist die Reaktion, das ändert nichts zwischen uns und ich komme damit schon klar. Aber es ändert alles und die kommen nicht mehr damit klar. Das ist genau der Punkt. Ja, das glaube ich. Mhm. Die sagen das erstmal im ersten Moment so. Bitte? Die sagen das im ersten Moment so, ich komme damit klar, aber die kommen eben nicht damit klar. Ja, genau. Mhm. Wie viel Mal hast du das in diesem einen Jahr schon erlebt? Solche? Drei, vier Mal. Mhm. Genau. Und das letzte Mal war besonders heftig, weil der Mann... Ja, mir dann auch üble SMS geschickt hat, wie viel Freier hattest du denn heute schon und E-Mails bekommen, unterschrieben mit Grüße vom Freier und so weiter und so fort. Und das war sehr verletzend für mich. Mhm. Als du vor einem Jahr eingestiegen bist, warst du da solo? Nein. Nein. Da hatte ich eine Beziehung, aber sowieso schon kurz davor war, den Bach runterzugehen. Ach so, das ist aber nicht dann daran gescheitert, nein, die Beziehung. Nein, daran nicht. Nee. Das ist mir klar, dass die meisten Männer so reagieren. Und ich glaube, ich könnte damit auch nicht umgehen. Ich glaube, man muss schon in einer bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise drauf sein, um zu sagen, okay, das ist ihr Job, ich trenne das voneinander. Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ein Jahr gut verdient, das heißt, die paar tausend Euro müssen doch jetzt schon weg sein, die Schulden. Ja, das stimmt. Ne? Mhm. Warum machst du es weiter? Ja, das Problem ist, man gewöhnt sich auch an das Geld mit der Zeit. Man hat einen anderen Lebensstil, man geht durch die Stadt, man muss den Cent nicht zweimal umdrehen, man sieht irgendwas, was schön ist, dann kauft man sich das einfach. Schicke und so Klamotten, tolle Wohnung, Auto oder sowas. Genau. Ja, ja, das ist jetzt genau der Punkt, wo du für dich entscheiden musst, was dir wichtig ist in deinem Leben. Ob du da dieses Materielle willst, dieses erstmal auf den ersten Blick einfache Leben, was aber zur Folge hat, dass du höchstwahrscheinlich immer Probleme hast in Liebesgeschichten, vielleicht sogar vereinsamst. Ja. Vielleicht auch, ich weiß ja nicht, wie du, ich frage es anders, hast du den Eindruck, dass du deine eigene private Sexualität schützen kannst, durch den, wenn man das im Gegensatz zu dem Job sieht? Denke ich mir schon. Das schon. Privat ist was völlig anderes für mich. Mhm. Mhm. Weil wenn ich im Laden arbeite, dann schütze ich mich schon. Mhm. Ja, ich meine so, dass meinst du denn, deine private Sexualität verändert sich durch den Job? Ja, die hat sich sehr verändert. Inwiefern? Indem ich einfach, im positiven Sinne verändert. Ich bin selbstbewusster geworden, offener geworden. Ja. Ich kann sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ja. Aber das hat sich schon zum Positiven verändert. Mhm. Ja. Ich habe schon mit Prostituierten gesprochen, die genau das Gegenteil erzählt haben. Dass sie letztendlich Schaden nehmen, im weitesten Sinne, in ihrer privaten Sexualität durch den Job. Aber das ist bei dir nun so, wie es ist. Ja. Mhm. Also eine Frau, die eigentlich mit diesem Beruf zufrieden ist, die sagt, ich mache das ganz gerne, ich verdiene Kohle mit. Genau. Und ich trage jetzt keine seelischen Verletzungen davon, ich kann mit den Typen umgehen und so weiter. Also alles im grünen Bereich eigentlich. Ja, das muss ich halt für mich selber sehen, was ist mir wichtiger, so, möchte ich eine Beziehung haben möchte ich in dem Job weiterarbeiten. Wie ist das denn überhaupt so in deinem privaten Umfeld? Gehst du da ganz offen mit um? Nein. Nein, das weiß niemand?
Meine beste Freundin weiß es. Die weiß es. Ja. Familie, keiner? Nein. Nee. Mhm. Weiß sonst überhaupt keiner. So, das ist ja auch so eine Frage, ne? Will man immer in so einer Lüge leben? Würde ich mir stellen an deiner Stelle, die Frage. Ja, ich komme auch wieder in Situationen. Letztens war ich auf einer Party, da wird man auch gefragt, was machst du denn beruflich und so weiter. Ja, und ich wieder mit meiner Callcenter-Geschichte. Mhm. Und wenn die Leute dann intensiver fragen, ja, was machst du denn genau oder wie viele Zweigstellen gibt es denn und so weiter, dann komme ich ins Schwimmen. Mhm. Also, ja. Die gucken mich dann mal blöd an. Also, wenn das den Effekt hat, dass man irgendwie privat sich isoliert, und das bist du ja eigentlich im Moment, du hast nur die eine Freundin, mit der du offen reden kannst. Mhm. Und privat, vor allen Dingen in Liebesangelegenheiten, sich fast alle Wege versperrt, will ich mal sagen, dann frage ich, ist es das wert? Ich finde, ist es das nicht wert. Es gibt auch Prostituierte, die wiederum das beides unter einen Hut kriegen, die mir sagen, ich habe mein Freund kann damit umgehen und mein Beruf macht mir Spaß. Okay, dann macht es. Aber das musst du einfach gewichten. Was ist für dich Priorität? Ja, ich kenne auch solche Frauen, die halt funktionierende Beziehungen haben. Ja. Und da frage ich mich, wie machen die das? Ja, das ist auch selten, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ja. Ich meine, du hast doch einen wunderbaren Beruf gelernt. Das ist doch ein toller Beruf, Buchhändlerin. Also wirklich, meine ich ernst. Hat dir der Beruf Spaß gemacht? Ja, der hat mir Spaß gemacht. Das Problem ist halt nur, dass man da ziemlich mies bezahlt wird. Mhm. Ja. Naja, gut. Das ist ein blödes Argument, ich weiß, ja. aber... Ja. Nein, das Geld darf nicht ausschlaggebend sein. Du bist jetzt aus deinen Schulden raus, also du leidest keine Not, du bist in keiner Zwangssituation. Nein. Die Entscheidung ist, das muss dein Herz treffen. Welchen Weg will ich einschlagen? Will ich irgendwie ein ehrliches Leben führen? Will ich ein Leben irgendwann auch, habe ich eine Sehnsucht nach Liebe? Will ich vielleicht auch meine Familie haben? Willst du? Gibt es solche Träume? Ja, natürlich. Ja, siehst du. Ich habe auch schon überlegt, soll ich das ganz lassen? Soll ich einfach sagen, ja, ich arbeite im Callcenter, um das zu lassen? Soll ich denen das gar nicht offen sagen? Nein, nie im Leben. Dann verwickelst du dich noch mehr in Verstrickungen. Und die Hürde wird immer größer. Und irgendwann bricht alles zusammen und das ist noch viel, viel schwieriger und komplizierter. Nein, 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 das auf keinen Fall. Das finde ich ja schon mal gut, dass du es bisher gesagt hast. Das finde ich ja gut. Aber wenn du Träume hast, wenn du private Träume hast von Liebe, von Vertrauen, von Beziehung, von Familie, dann wäre mir das wichtiger. Kann ich dir nur so sagen. Ich kann nicht sagen, was du machen sollst. Ich sage dir nur, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich jetzt damit aufhören. Schulden sind vom Tisch, eine Weile interessantes Leben geführt, ungewöhnliches Leben. Ja, ist ja fast schon poetisch, was du da kannst du als Roman verarbeiten. Hast du auch schon sehr fast gesagt zu einer Kollegin, schreib da ein Buch drüber. Ja, genau. Nein, aber ich wollte einfach mal deinen Rat hören und deine Meinung, was du halt dazu denkst und Ja, wenn du dieses Ziel oder diesen Traum hast mit Familie und Kindern, wie du gerade sagtest, dann ist eigentlich die Antwort schon gegeben. Ne? Mhm. Und bloß nicht lügen bei den Männern, gänzlich lügen. Da habe ich so schlimme Geschichten ja schon gehört, wo die Frauen sich dann wirklich endlos verzettelt haben in Lügen. Und wenn das dann rauskommt, wenn du vielleicht länger mit deinem Partner zusammen bist und vielleicht sogar ein Kind hast und es kommt dann irgendwann raus, hast du die Hölle hast du dann. Ja, das ist wahrscheinlich auch keine gute Lösung. Nein, das ist keine Lösung. Du recht. Mhm. So, Jenny, jetzt bin ich gespannt, wie du dich entscheidest. Ja. Mail mir doch mal bitte. Ja, mach ich gerne. Ja, machst du, interessiert mich wirklich. Okay. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Okay, tschüss. So, hier ist Mario und Mario ist 43. Hallo Mario. Hallo. Hallo Domi. Mario, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, völlig konfus. Ich danke dir erstmal ganz herzlich dafür, dass jemand mit mir spricht. Ja. Ich bin 43 Jahre alt. Darf ich dich irgendwas bitten? Ja. Ich höre im Hintergrund Musik. Kannst ja, du die mal, okay, kannst du die mal ganz runterschrauben? Ja. Das ist so ein schönes Lied, das ist von Seal Loves Divine. Also. Weil ich habe erkannt, Geld bedient nicht das Leben, sondern die Liebe zählt, ne? Ja. Und es ist so, ich habe in den letzten 20 Jahren ein ganz schön chaotisches Leben geführt. Ich bin PR- und Marketing-Manager und Berater und habe so richtig die Kuh fliegen lassen. Was heißt das? Und das heißt, also, dass wenn man mit 30 den ersten Porsche kauft und teure Sachen sammelt und so in dem Alter um die 40 rum, ich lege keinen Wert auf das Alter, aber mir ist dann aufgefallen, da rechnet man mit seinem Leben auf. Mhm. Und seit 3-4 Jahren bin ich bei der Aufarbeitung und habe gemerkt, dass ich mich nur über die materiellen Dinge definiert habe. Mhm. Ich bin auch in frühen Jahren Bodybuilder und Fotomodell gewesen. Ja. Und ich habe alle Freunde, ich habe alles an persönlichen Kontakten, was ich hatte, verloren. Ich habe auch heute keinen Freund und
es würde mir keiner glauben von den Geschäftspartnern, dass ich jetzt am Weinen bin. Mhm. Du bist immer noch in dem Job? Ich bin in dem Job. Und verdienst immer noch so viel Geld und materiell ja, stehst du sehr gut da. Ich möchte aber mich wirklich davon lösen. Ich weiß, ich habe dadurch alle menschlichen Kontakte verloren. Darf ich dich mal eben unterbrechen? Ja. Du sagst, du mit Anfang 40 oder so habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ist mein Leben eigentlich jetzt bisher gewesen? Ja. Gab es da einen Auslöser? Ja, es war so, ich habe, also ich sag mal, im moralischen Sinne mich sehr schlecht verhalten. Also das heißt, nicht wenige Freundinnen mit materiellen Dingen, sie dann schwer enttäuscht, menschlich schwer enttäuscht. Freundinnen mit wenig materiellen Dingen, wie meinst du das? Nee, mit die Freundin mit den materiellen Dingen. Ja. Teure Geschenke gemacht, teure Uhren gemacht und so weiter. Und habe mich dann sehr wenig um sie gekümmert, so, Geld hingeschmissen und gesagt, ich bin jetzt weg und bin dann wieder da. Und das alte Spiel. Das alte Spiel, genau. Und ich hatte dann vor 2,5 Jahren ist eine Beziehung geendet, wo ich eigentlich dachte, ich hätte mich geändert. Mhm. Und am Ende dieser Beziehung hat diese wahnsinnig liebe Frau mir gesagt, ich bin manchmal erschrocken vor dir, vor deiner brutalen Art zu sprechen. Mhm. Und das resultiert aber aus diesem Raubtierkapitalismus. Ne? Ja, und das hat dich aufgerüttelt? Ich bin in psychosomatischer Behandlung. Mhm. Aber immerhin, ne? Das ist ja schon mal von großem Vorteil, ja, dass dieser Satz so eine Auswirkung hatte bei dir. Und dass du jetzt am Nachdenken bist, am Reflektieren bist. Es war, also ich glaube, ich bin schon sehr weit, ich arbeite damit, aber es ist ein furchtbar steiniger und furchtbar harter Weg. Kannst du dich verändern in diesem Milieu, in diesem Job, in dem du arbeitest? Geht das überhaupt? Nein. Nein. Du musst letztendlich heraus. Ich spiele mit dem Gedanken, aus diesem Job rauszugehen. Hast du nicht so viel Geld mittlerweile verdient, dass du... Ich glaube ja. Mhm. Aber ich habe diese zweifelhafte Ader, immer wieder an Leute zu treffen. Ich bin nur noch kommunikationsfähig im Job. Mhm. Ich bin abends um 7 allein in der Wohnung und trinke meinen Martini. Mhm. Ich mag diesen Schwanzverlängerer nicht mehr fahren, also den teuren Sportwagen, der steht in der Tiefgarage. Ich fahre gern mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich wünschte mir liebend gern, dass ich eine Freundin oder Freunde kennenlernen würde, die nicht mehr fragen, was hast du und wer bist du, sondern einfach sagen, du bist Mario und das ist in Ordnung. Ne? Aber das funktioniert wahrscheinlich erst, wenn du radikal einen Wechsel vollziehst. Ja, ne? Ja. Wenn du aus deinem jetzigen Milieu rausgehst, ja, den Job verlässt, du bist ja in einer Luxussituation, dass du materiell erstmal nicht so im Trockenen stehst. Das heißt, du könntest dir eine Übergangszeit gönnen und dich umorientieren und vielleicht in einen ganz anderen Bereich reingehen. Was, gibt es denn etwas, was dich interessiert? Ich bin von Hause aus gelernter Grafikdesigner und das hat sich dann zum Marketing entwickelt, zur PR-Beratung. Das gehört ja dazu, wenn man ein schönes Logo macht, dann sagen die Kunden, ja, was mache ich jetzt damit? Also muss das Marketing hinterher folgen. Ne? Mhm. Und ich würde liebend gern einfach nur wieder malen. Mhm. Einfach nur wieder malen, so wie ich es in jungen Jahren mal gemacht habe. Was hindert dich daran, das zu tun? Das ist gerade die Frage oder das ist gerade das Problem, warum ich anrufe, wo ich ganz dringend Rat suche. Ich komme nicht aus dieser Situation raus, aus mir selber nicht, obwohl ich in psychosomatischer Behandlung bin. Ich kann diesen Angebot, wenn jemand dasteht und sagt, Herr Kohler, so würden Sie den Job machen, wir haben gerade ein neues Produkt am Markt und ich... Darf ich was Provokatives sagen? Ja. Dann geht es dir auch noch nicht schlecht genug. Ich könnte mir vorstellen, dass du in deinem Leben sehr viele knallharte Entscheidungen getroffen hast. Naja, weißt du, man muss dazu vielleicht sehen, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die ist absolut erfolgsorientiert. Mhm. Und ich durfte mir nie leisten, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, über die erste Liebe, über Probleme, über Fehlschläge. Mhm. Und dadurch wurde eine Lüge aufgebaut, dass man also in dieser Familie und im näheren Umfeld nur darüber sprechen darf, was es für Erfolge gibt. Das Problem ist, es ist ja gleich unsere Sendung vorbei, es tut mir leid, Mario. Das Problem ist, dass letztendlich dieser letzte Schritt nur durch eine Entscheidung von dir passieren kann. Da hilft ja kein Psychologe nichts, das musst du machen. Du musst sagen, jetzt mache ich es. Ja. Das ist dann atemberaubend, aber das musst du machen. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, Domien, danke schön. Ciao. Danke. In der Technik war Uwe Petersen, morgen sind wir wieder da, bis dahin, tschüss. Thema Vertrauenssache.